Die Stimmung schien gut auf der Auftaktpressekonferenz der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Doch die Kritik an der direkten Vorbereitung auf die WM in Daegu sorgt weiter für Unruhe. Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler hatte die Trainingsbedingungen kritisiert und war früher als geplant abgereist. DLV-Vizepräsident Günther Lohre konnte die Aufregung erst einmal nicht verstehen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir darüber diskutieren, wenn da irgendeine Platte oder wenn da irgendwelche Gewichte gefehlt haben, ja, kostet uns das jetzt die Goldmedaille? Ich glaube das persönlich nicht, ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie die Goldmedaille gewinnt oder nicht. Doch Heidler war nicht die einzige deutsche Medaillenhoffnung, die mit den Bedingungen auf der Insel Jeju vor der südkoreanischen Küste unzufrieden war. Für Lohre allerdings nichts Ungewöhnliches. Athleten im Vorfeld von Meisterschaften sind natürlich angespannt und natürlich auch nervös. Und da gibt es sicherlich die eine oder andere Reaktion, weil man halt das Beste tun will. Und ich habe allergrößtes Verständnis dafür. Heidler trainiert mittlerweile in Daegu und will auch nach der WM noch lachen können.